Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, den 18. Juni gegen 15.15 Uhr im Stadtteil Reform. Im Bereich der Kreuzung Otto-Bär-Straße, Werner-Seelenbinder-Straße kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw, geführt von einer 73-jährigen Magdeburgerin, und einem 20-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde infolge des Verkehrsunfalls schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen ist der Unfallhergang derzeit nicht abschließend geklärt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Wer Hinweise geben kann, möchte sich im Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 546 32 95 melden.